und herzlich willkommen zu unserem 28. Vlogtober. Heute zeigen wir euch ein Lost Place. Genau, ein Lost Place. Ja. Da müssen wir aber aufpassen, weil, sag mal. Also das sind hier eigentlich Mietwohnungen, ja. Aber wir haben mitgekriegt, dass die Regierung das nur tarnt. In Wirklichkeit wohnt da keiner, ne? Die schmücken die Balkons und so. Da wurde ewig keiner mehr sehen, weder auf dem Balkon. Das soll da drinnen spuken und das gehen wir uns jetzt angucken mit euch. Genau, wir schauen mal. Nicht, dass wir die Hosen voll hätten. Genau, wir müssen ja euch dabei haben. Ja, so, dann gucken wir mal. Guck mal, hier kann man... Warte mal, die Tür ist offen. Oder? Ja. Ist sie offen? Ja. Warte mal, hier gucken wir erstmal rein. Oh, da liegt eine Taschenlampe. Ja. Okay. Da liegt wirklich eine Taschenlampe. So, na dann. Gehen wir mal gucken, wa? Ja, dann kick mal ruhig. Ah, guck mal, da sind Lichtschalter. Ja, dann. Hast du das gesehen? Nee, was denn? Da war eine Hand. Ach. Das hat mich angegriffen. Das hat mich angegriffen. Ihr habt das gesehen, oder? Da war das keine Hand. Oh. Komm hier rein. Oh, ich fasse jetzt aber nicht nochmal den Lichtschalter an. Ich gehe zur Taschenlampe, ja? Na, dann hol die mal. Oh. Da! Da war was. Hast du das gesehen? Nee, was waren da? Da waren Gespenst. Ach. Da waren Gespenst. Ist doch keiner mehr. Wie? Wenn wir hier rinkommen, kommen hier auch andere Sachen drin. Komm, lauf. Ja. Da. Ach, kick mal. Da. Was ist das denn? Ach, kick mal. Oh, da steht Max und Maggie. Ich glaube, du kannst doch den Keks nicht essen. Na, wie tut denn nicht? Da kann Rattengift drin sein. Was ist denn für was? Was? Was war denn da? Irgendeine Hand oder so, was war das? Ja. Max und Maggie. Ich kann da an. Ja. Also das mussten wir jetzt hier abbrechen. Frisst du immer noch den Keks? Ja. Alter, das mussten wir jetzt hier abbrechen, weil das ist uns zu creepy. Das ist dürft für unsere schwachen Nerven, ne? Das können gerne die Creepypasta-Leute machen und die SCP-Leute und AMTC dafür, dass du uns den Lost Place angehext hast, ja? Oh, nee. Kannst du knicken, machen wir nie wieder. Nie wieder. Jedenfalls, wir wünschen euch jetzt erstmal einen schönen Tag, ne? Auf jeden Lasst euch gut gehen. Und wir sehen uns hoffentlich, wenn wir nicht am Herzinfarkt gestorben sind, morgen wieder. Bis denne. Bis denne. Ciao. Ciao.